Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Ich habe so eine Watchlist und diese Watchlist besteht aus vielen, vielen Werten und insbesondere auch kleinere Werte. Und klar ist, bevor ich das jetzt erzähle, wenn Sie so Werte haben, die bloß noch so 10, 20 Cent wert sind, dann sind halt Bewegungen von 1 Cent gleich mal 10% oder halt 5%, je nachdem, wo die Aktie steht. Trotzdem ist mir gestern etwas aufgefallen und zwar hat sich dann ein Wert bewegt um 12,5%. Und diese Bewegung von 12,5% wurde ausgelöst von einem Umsatz am kompletten Tag an der Heimatbörse von 204 Dollar. Also mit 204 Dollar konnte man eine Aktie um 12,5% bewegen. Und das ist eigentlich so ein Zeichen, dass, also wir reden immer davon, dass der Markt für Explorationsunternehmen relativ schlecht ist oder sehr schlecht ist. Die Wahrheit ist eigentlich, es ist kein Markt mehr, weil sie kein, das ist ja nicht mehr, da ist ja keine Nachfrage mehr da. Also wenn Sie mit 200 Dollar Börsenumsatz eine Aktie um 12% bewegen können, dann heißt es ja, nach unten übrigens, dann heißt es ja im Prinzip, dass ein ganz, ganz mini kleiner Verkauf dazu geführt hat, dass die Aktie so nach unten gegangen ist. Und das wiederum bedeutet, dass auf der anderen Seite einfach keine Nachfrage mehr da ist. Und das ist momentan das ganz, ganz große Problem, glaube ich, dieser Mangel an Liquidität, insbesondere in dieser, kombiniert mit dieser Tax-Loss-Selling-Season, die wir momentan haben, also dieser Abverkauf bei, insbesondere aus Steuergründen in Nordamerika. Und das ist so ein Thema, das begleitet uns momentan. Und da muss erstmal wieder in so einen Markt Liquidität reinkommen, damit wir überhaupt irgendwie wieder von dem Markt sprechen können. Im Moment ist es einfach nur, ja, don't touch it. Also fassen Sie da momentan nichts an, weil Sie haben momentan keinerlei Liquidität. Also zum Punkt, wahrscheinlich ein bisschen Liquidität kommt, sind auf der anderen Seite erstmal Leute, die sagen, boah, mal ein bisschen Liquidität, verkaufe ich wieder. Also im Moment ist es zu 95% bei den Explorationsunternehmen überhaupt kein Markt mehr. Also da ist überhaupt nichts mehr da, da ist keinerlei Nachfrage mehr da. Das muss sich erstmal ändern und ich glaube tatsächlich, dass wir wahrscheinlich erstmal wieder so eine schöne Rallye bei den Produzenten sehen müssen, dass sich der Blick auch so in die dritte Reihe dann richtet. Wobei der größte Hebel wahrscheinlich tatsächlich bei den Junior-Produzenten besteht. Gut, aber dazu kommen wir noch. Also, ich habe gesagt, wenn Sie Fragen haben, fragen Sie mal. K92 war eine Frage gewesen. Die Aktie entwickelt sich ja relativ schlecht im laufenden Jahr. Hat seine Gründe sicherlich im ersten Quartal gehabt. Da haben wir dann so ein bisschen so Abschaltungen von der Mühle gehabt, außerplanmäßige. Dann hat man so ein bisschen Probleme gehabt mit dem Erz, mit der Erzversorgung. Das geht noch zurück auf die Corona-Zeit, wo man zwar die Produktion aufrechterhalten hat, aber mit reduzierter Belegschaft gearbeitet hat. Das wiederum hat die Mining, also die Minentätigkeit beeinträchtigt. Und da waren wir dann ein bisschen in Rückstand geraten. Und all das hat sich so ein bisschen ausgewirkt auf K92, weil in diesem Jahr sicherlich nicht des Anlegers Liebling gewesen. Die Zahlen fürs dritte Quartal waren so lala gewesen, also da hätte man ganz gerne eine höhere Produktion gesehen. Was aber vielleicht das Positive ist, was man mitnehmen sollte, der Monat September hat einen Rekorddurchsatz auf der Mühle geführt, also auf der Verarbeitungsanlage. Das heißt, der September war ja der letzte Monat vom dritten Quartal. Jetzt gibt es durchaus Hoffnung, dass das Ganze sich dann im Oktober, November, Dezember ebenfalls gut entwickelt und dass die Zahlen fürs vierte Quartal besser werden bei K92 Mining. Insgesamt ist man natürlich, der übergeordnete Plan bleibt bestehen. Man möchte eine Mine nehmen, am Ende haben, die 500.000 Unzen pro Jahr produziert. Sie haben immer so ein bisschen Schwankungen von Quartal zu Quartal. Das ist bei hochgradigen Minen gar nicht so ungewöhnlich, weil sie natürlich immer ein bisschen darauf ankommen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben so eine Niedriggradmine, die da haben Sie mal, Erz mit 0,62 Gramm je Tonne und dann haben Sie mal Erz mit 0,60 Gramm pro Tonne. Das wirkt sich nicht ganz so extrem aus. Hier haben Sie vielleicht im einen Quartal mal so einen, wo Sie die Erz zuführen, was Sie 8 Gramm je Tonne haben. Und dann führen Sie mal Erz zu, das plus 7 Gramm je Tonne hat. Und das wirkt sich eben wesentlich stärker aus. Von daher haben Sie da meistens so ein bisschen Schwankungen drin. Hat man früher auch zum Beispiel bei Brucejack gesehen, bei der Mine von Pretium, die jetzt mittlerweile in australischen Händen gelandet sind. Also es gibt
einiges, was bei so hochgradigen Minen eben so Schwankungen führt. Das ist nicht so das Problem. Das Problem ist, dass der Mühlendurchsatz passen muss, also dass im Prinzip die Menge an Erz, die in diese Verarbeitungsanlage gespeist wird, dass das stimmen muss. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg bei K92 Mining. Also ich denke, dass wir Besserung sehen im nächsten Jahr. Aber ja, die Aktie war sicherlich dieses Jahr nicht unbedingt des Anlegers Liebling gewesen. So. Kommen wir zum Gold, beziehungsweise ein Hinweis in eigener Sache. Und zwar, es gibt wieder so eine Black Week, die haben wir jedes Jahr. Dieses Jahr ist ein bisschen anders strukturiert. Es ist so, dass wir die Börsenbriefe mit Halbjahresabo anbieten. Das kannte ich bis jetzt auch nicht. Hat mich auch überrascht. Also sie bekommen ein Halbjahresabo und bekommen dann noch die Chance, eins von, ich glaube, 3 oder 4 Digitalabos von Magazinen der Aktionär oder am Sonntag. Weiß gar nicht, was alles dabei ist, gratis für einen Zeitraum von 3 Monaten dazu zu erhalten. Also das ist der Black Week Deal in diesem Jahr. Also wenn Sie möchten, natürlich von meiner Seite Goldfolio, aber natürlich auch alle unsere anderen Börsendienste, dann haben Sie die Möglichkeit, das Ganze hier in einer einmaligen Sonderaktion zu abonnieren. So, kommen wir zu Gold. Gold 2000 haben wir uns alle irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Also mir geht es zumindest so. Ich habe da ein bisschen mehr erwartet, ein bisschen mehr Glamour, ein bisschen mehr Fashion, ein bisschen mehr Begeisterung. Aber irgendwie, ja, wir quälen uns so über diese Marke. Und das sehen Sie ja auch, da haben wir ja auch kurzfristig einen ganz ordentlichen Widerstand ausgebildet. Ich glaube, $2000 ist natürlich irgendwie noch so eine gewisse Magie von dieser Marke. Und es ist noch so ein gewisser, ja, wie soll ich sagen, wir würden es ganz gerne, ja, mal richtig überwinden. Und zwar richtig überwinden meine ich, wir sind ja seit 2020 ein paar Mal über die $2000 gestiegen. Aber am Ende des Tages haben wir dann festgestellt, oh, dieser Anstieg war nie nachhaltig gewesen und wurde immer wieder abverkauft. Es geht, glaube ich, darum, dass diese $2000 jetzt irgendwann mal nachhaltig überwunden werden. Und ich glaube, das Umfeld ist so schlecht gar nicht. Also wir haben in den USA irgendwo dieses Zinstop allem Anschein nach erreicht. Wir haben beim FedWatch-Tool zuletzt Werte von 100% gehabt von den Befragten, die davon ausgehen, dass die Zinsen auch im Dezember, auf der Dezember-Sitzung unverändert bleiben werden. Richtig ist, wir haben noch einen großen Arbeitsmarktbericht, also den für November, der am ersten Freitag im Dezember veröffentlicht wird. Das kann natürlich noch ein bisschen dazu führen, dass es ein bisschen verschiebt, aber ich glaube, die Tendenz geht klar dahin, dass das Top erreicht ist. TD Securities hat sich jetzt zu Wort gemeldet und hat gesagt, hey, wir gehen davon aus, dass sich im ersten Halbjahr 2024, also erstes Halbjahr nächstes Jahr, die Wolken über den Konjunkturhimmel in den USA verdunkeln werden und dass wir sehr wahrscheinlich in eine Rezession langsam rutschen werden. Ich glaube, das ist durchaus nichts von der Hand zu weisen. Was die FED angerichtet hat mit ihrer extremen Zinsanhebungspolitik, die nach einer Zeit folgte, wo man einfach zu lange gewartet hat und zu lange die Inflation als vorübergehend abgestempelt hat, das wird man erst im Laufe der Zeit sehen. Also ich bin auch der Meinung, die FED hat den Maßnahmen nie wirklich Zeit gegeben zu wirken. Und wir werden dann sehen, erst im Laufe der Zeit sehen, was wirklich durch diese extremen Zinsanhebungszyklus, also diese 75 Basispunkte, nochmal 75 Basispunkte, nochmal 75 Basispunkte, was da eventuell tatsächlich zu Bruch gegangen ist. Und das wird sich erst so im Laufe der Zeit zeigen. Und wie gesagt, es gibt erste Analysten, die sagen, hey, es könnte durchaus sein, dass sich im ersten Halbjahr 2024 die Rezessionswolken am Himmel dann doch verdunkeln. Also Zinstop erreicht, die Renditen der US-Staatsanleihen, wenn Sie sich anschauen, wir waren ja bei den 10-Jährigen bei ungefähr 5% gewesen. Wir waren jetzt zuletzt wieder bei 4,35. Also auch die signalisieren im Prinzip, dass das ein Top von diesem Zinszyklus erreicht ist. Und im nächsten Jahr, da schauen die Fed Fund Futures so aus, dass wir ungefähr 100 Basispunkte nach unten sehen werden. Also dass die Zinsen wieder unter die 5% mal gefallen werden, also der Notenbankzins. Also insgesamt ein relativ gutes Umfeld, ein schwächerer könnte das Ganze auch den Dollar schwächen und das Ganze wäre natürlich dann eher ein leichteres Umfeld für den Goldpreis. Ich glaube, die Chancen, dass wir die $2000 in den nächsten Wochen und Monaten nachhaltig überwinden, stehen so gut, wie sie eigentlich noch nie gestanden sind, aus fundamentaler Sicht.
Silber bleibt so ein bisschen, also wir sind, oder anders, wir sind bei Silber reingelaufen in diesen Widerstandsbereich, den wir angesprochen haben, der irgendwo hier zwischen 23,50 und $24 liegt, und wir konnten uns nie so wirklich nach oben lösen. Ja, wir haben dann jede Menge, also das ist ja so die Natur der Sache bei Silber, weil Silber sich sehr, sehr lange so in diesem Bereich 25 bis $20 bewegt hat, da haben sich natürlich einige Widerstände ausgebildet, aber Silber tut sich nach wie vor schwer. Aber das Positive ist, man konnte sich auch so ein bisschen in diesen, ja, Widerstandsbereich mal stabilisieren. Es geht jetzt erstmal darum, erster Schritt über die $24 hier nachhaltig auszubrechen. Und dann der zweite Schritt wäre eben irgendwo einen Sprung über die 25, 20 zu schaffen. Das wird alles noch ein Stück Arbeit werden, aber, und auch das haben wir schon öfters gesagt, die Minenaktien korrelieren relativ stark mit dem Silberpreis. Über die Gründe haben wir schon spekuliert. Von daher glaube ich, wir brauchen den Silberpreis, dass er endlich mal ausbricht, dass er endlich mal ein Signal gibt, dass diese ganze Edelmetallrallye auf breiteren Füßen steht. Und dazu braucht man dann eben den Silberpreis, ja, so ein bisschen mehr Schwung. Aber es schaut, also es ist jetzt noch nichts, wo ich irgendwie euphorisch werden könnte oder wo ich sage, wow, das war mal eine gute Woche, aber es schaut zumindest ein bisschen besser aus als in der vergangenen Woche. Was habe ich für Sie mitgebracht? B2Gold und dann gleich ein Risikohinweis. Ich habe selbst B2Gold-Aktien im Depot. Man hat jetzt Bohrergebnisse gemeldet und hat gesagt, wir geben mal so einen Überblick über das Black River-Projekt, das man durch die Sabina Gold- und Silberübernahme ins Unternehmen geholt hat. Das Projekt, also das Goose-Projekt auf diesem Projekt oder das Goose-Depot auf diesem Projekt ist im Zeitplan und ist sogar teilweise mit der Minentätigkeit, mit der Vorabminentätigkeit schon vorab vom Zeitplan. Man geht davon aus, dass man das erste Erz dort oder das erste Gold dort im ersten Quartal 2025, also ungefähr ja, in 15 Monaten produzieren kann. Das Projekt meines Erachtens ist ein richtiger Schritt von B2Gold, dass man ein bisschen rausgeht aus Afrika, macht die anderen Minen, Philippinen zum Beispiel noch, und sagt, wir gehen jetzt ins relativ politisch sichere Kanada. Kostet natürlich Geld, man investiert gerade und Wachstum ist gerade in unserer Branche so ein bisschen bäh. Die wachsen, die investieren, das ist ganz schlecht, sollen sie auch lieber Dividenden zahlen und Aktien zurückkaufen. Auf lange Sicht ist das Wachstum sicherlich das Sinnvollere, was man macht, aber auf kurze Sicht wird man da eben bestraft dafür. Noch dazu, wo eben die Fekola-Mine in Mali liegt, haben wir auch schon an der Stelle öfters besprochen, und Mali momentan so als Land nicht gerade auf der Beliebtheitsskala ganz oben steht bei Investoren, weil man dort eben nicht weiß, was mit der Corporate Tax passiert. Aber was eben auch so in Sachen, ja, wie man sich denn einigt in der politischen Ebene. Also da ist einiges noch im Argen, aber wie gesagt, meines Erachtens geht B2Gold den richtigen Weg, aber vom Markt wird das momentan nicht honoriert. Dann gab es einen Merger in der laufenden Woche, und zwar Adventus Mining ist zusammengegangen mit Luminex Resources. Beide Unternehmen haben meines Erachtens sehr gute Projekte, die durchaus die Chance haben, dass sie mal eine Mine werden. Das Problem dabei ist ein bisschen, sie liegen im falschen Land, sie sind in Ecuador. Bei Luminex war immer so ein bisschen die Story gewesen, vielleicht könnte Lundin Gold sie kaufen. In der Luminex steht übrigens Ross Beaty. Und bei Adventus, da hat man jetzt, und das war dieser Anstieg, den man hier gesehen hat, so Andeutungen gemacht, man könnte eventuell die Permit, also die Genehmigung, bekommen. Genehmigungsverfahren sind in Ecuador relativ schwierig. Es hat relativ wenige Genehmigungen in der Vergangenheit gegeben. Das Land ist sicherlich rohstoffreich, brauchen wir überhaupt nicht darüber diskutieren, aber es gab relativ wenige Genehmigungen. Von daher, dieser Permitting-Prozess, der Genehmigungsprozess ist so ein Schlüsselprozess. Und jetzt ist eben Adventus und Luminex, muss den Chart bauen, weil die sind in Deutschland gar nicht notiert, zusammengegangen. Macht, denke ich, schon Sinn, aber wie gesagt, das Genehmigungsrisiko bleibt einfach. Jetzt hat man ein Konzern oder ein Unternehmen, das eigentlich sehr gut aufgestellt ist von den Projekten her, aber eben in ein Land konzentriert, und zwar in Ecuador, und damit natürlich auch das ganze Risiko. Was habe ich noch dabei? Equinox Gold. Equinox Gold ist ja das große Thema, die Mine in Kanada, in Ontario, die man neu errichten möchte, das Greenstone-Projekt. Man ist im Zeitplan und man ist jetzt zu 96% fertig. Jetzt
steht die Inbetriebnahme an. Das heißt, es wird erstmals Erz in die Anlage gefüllt, es wird durchlaufen lassen. Einmal in Produktion soll das ganze Ding 400.000 Unzen im Jahr produzieren. Das Ganze ist ein 60-40 Joint Venture. 60% bei Equinox Gold, 40% bei Orion Mine Finance. Orion ist kein Minenbetreiber, sondern Equinox ist der Minenbetreiber. Hinter Equinox steht ebenfalls Ross Beaty. Für mich sinnvoll, für mich ist das so eine Art Gamechanger. Wenn jetzt dieses Hochfahren der Mine auch noch problemlos läuft, dann sollte Equinox ein stärkeres Jahr 2024 erleben. Man wird dann, denke ich, auch mal in erster Linie dann an die Schuldenreduktion gehen, weil man da doch einiges umschulden musste, was hier in dem Bereich doch zu einem starken Abverkauf geführt hat, weil eben die Schulden zu höheren Konditionen oder zu schlechteren Konditionen umgeschuldet wurden. Ich denke, dass das wirklich Schuldenreduktion an erster Stelle steht und das Wachstum erstmal hinten anstehen muss. Equinox ist in den letzten Jahren durch Übernahmen und auch durch eigene Minen sehr, sehr stark gewachsen. Ich denke, dass man das Ganze jetzt so mal ein bisschen konsolidieren wird in den nächsten Jahren und dass die Aktie dann ein bisschen in ruhigeres Fahrwasser kommt. Einen Abverkauf gab es noch, und zwar bei First Quantum. First Quantum ist ein Kupferproduzent. Die Aktie ist furchtbar unter Druck gekommen, nachdem es Proteste gab gegen ihre Mine in Panama. Und jetzt hat sich auch Hollywood eingeschaltet, und zwar Leonardo DiCaprio hat gesagt, er unterstützt die Proteste gegen die Mine. Was ist das Problem dieser Mine? Das Problem ist, dass sie im Dschungel liegt, und das war wohl ein geschütztes Gebiet, wo die Mine errichtet worden ist. Und obwohl man sich jetzt eigentlich von Seiten First Quantums mit der Regierung geeinigt hat, die Regierung hätte oder das Land hätte mehr Anteil an den Gewinn bekommen, ich glaube es waren 25% oder 30%, die das Land bekommen hat, sind jetzt Bürger auf die Straße gegangen, es waren wohl auch Studenten, es war eine jüngere Generation, die gesagt hat, hey, stopp diesen Minenbau, und sie haben eben Unterstützung von prominenter Seite bekommen, von Leonardo DiCaprio, der gesagt hat, ich unterstütze das, ich glaube, er war zwar noch nie vor Ort gewesen, aber er findet es erstmal gut, dass dagegen protestiert wird. Bevor ich jetzt zum Feindbild der kompletten Generation Z werde, ich kann es verstehen. Ich kann verstehen, wenn ich sage, wir haben hier ein Naturschutzgebiet, da hat eine Mine nichts verloren. Kann ich verstehen. Ich kann verstehen, wenn ich riesengroße Abschnitte unter Naturschutz stelle und dort keine Minen oder sonstiges haben oder sonstige Industrie haben möchte. Meine volle Unterstützung. Was nicht geht, ist zu sagen, hey, ihr könnt eure Mine da bauen, wenn das Ding dann gebaut ist, zu sagen, schön, dass ihr hier investiert habt, schön, dass ihr hier Milliarden investiert habt, aber wir wollen das Ding eigentlich hier nicht haben. Also entweder ich sage von vornherein, ihr könnt da nicht bauen, völlig okay. Ja, dann kann, das kann ich im Prinzip schon im Explorationsstadium sagen. Ich sage, ihr braucht hier überhaupt nicht nach irgendwas suchen, weil hier wird eh nie was gebaut werden. Dann wird hier auch keiner irgendwie sagen, und dann bohren wir trotzdem. Da kann ich schon die Explorationsgenehmigung verweigern. Aber ich kann doch nicht hergehen und sagen, ihr exploriert das Land, ihr baut eine Mine, und wenn die Mine fertig ist, sagen wir euch, die wollen wir da aber nicht haben. Das funktioniert in meinen Augen nicht, und das ist so dieses ganz, ganz große Problem in der Minenbranche allgemein. Ich kann nicht den Konzern sagen, du investierst da mal eine Milliarde und am Ende musst du das Ding aber wieder stilllegen. Also, völlige Unterstützung von mir, Naturschutzgebiete, da gehört keine Mine hin, da gehört keine Industrie hin. Wir sollten sogar noch mehr Naturschutzgebiete auf dieser Welt haben, aber nur, wir brauchen auch Rohstoffe. Und wenn ich sage, ihr könnt hier explorieren, ihr könnt hier eine Mine bauen, dann müssen sich die Unternehmen darauf verlassen können. Weil ich kann nicht sagen, ihr baut hier eine Mine und dann will ich sie nicht haben, weil von vornherein ist klar, jeder Minenbau ist ein invasiver Eingriff in die Natur. Da muss sich jeder im Klaren drüber sein, das muss man auch nicht schönreden. Es gibt genügend Sicherungsmaßnahmen mittlerweile oder sollte genügend geben, das ist ja leider Gottes nicht in jedem Land der gleiche Standard, dass Umweltverschmutzungen begrenzt werden. Es wird immer zu einer Umweltverschmutzung kommen, zumindest in diesem Minenbereich, weil eben was abgebaut wird, weil da eben in der Regel Chemikalien im Spiel sind. Aber ich kann das Ganze dann auf Abraum halten, konzentriert lagern, was sich da nicht irgendwo in Flüsse abgeleitet wird, etc. Naturschutz ist wichtig, auf jeden Fall, aber ich kann nicht sagen, ihr könnt dort explorieren, ihr könnt dort eine Mine bauen, jetzt wo sie steht, wollen wir sie aber nicht mehr haben. Darauf muss sich irgendwie ein Konzern verlassen können, dass das nicht so läuft. So, eine Aktie habe ich, glaube ich, noch, und das ist Cameco. Der Uranpreis ist mittlerweile bei $80 je Unze, sage ich schon, je Pfund im Spot. Aktie
arbeitet sich nach oben. Ich hatte eigentlich mir fast gewünscht, in Anführungszeichen, dass diese Konsolidierung, die wir hier mal eingeleitet haben, ein bisschen länger dauert, weil die Aktie einfach heiß gelaufen ist. Aber man ist schon wieder in der nächsten Stufe, man arbeitet sich schon weiter nach oben. Viele Projekte, wenn Sie sich anschauen, sind mittlerweile sehr, sehr teuer bewertet. Klar, hier ist viel Zukunftsfantasie drin im Uranbereich. Man sagt, es geht jetzt immer weiter. Wir können auf $150 laufen. Wie nachhaltig das Ganze ist, werden wir sehen. Wie gesagt, die Angebots-Nachfragesituation ist im Uransektor sehr, sehr stark und ich denke, die wird auch stark bleiben. Nur wir haben zum Beispiel auch im Kupfersektor gesehen, dass wir eine sehr, sehr starke Fantasie hatten, aber die erstmal durch diese Schwäche in China dann überrollt worden ist. Der Uransektor sehr, sehr klein, der Uransektor sehr, sehr zyklisch. Wenn da Geld reinfließt, dann geht es relativ rasch nach oben, weil sie eben auch institutionelle Anleger nur relativ wenige Aktien haben, die sie auch wirklich handeln können. Also, Uran heiß momentan, Uranpreis über $80, Aktien ein bisschen heiß gelaufen in meinen Augen. Ja, eine Konsolidierung täte weiterhin gut, aber stellen Sie sich vor, der Uranpreis steigt jetzt auf $100, dann werden auch die Uranaktien weiter nach oben klettern. Aber ein bisschen Rückschlagsrisiko muss man mittlerweile einfach einkalkulieren. So, war von meiner Seite, wenn Sie denn möchten, nächste Woche, ja, werden wir mal so langsam so mit einem Ausblick auf die Jahre, auf das Jahr 2024 über diesen kompletten Rohstoffsektor anfangen. Ich glaube, dass insgesamt Lithium vielleicht so im zweiten Halbjahr 2024, also dass wir im ersten Halbjahr vielleicht eine Stabilisierung sehen und im zweiten Halbjahr dann wieder steigende Preise sehen. Sprechen wir aber so in den nächsten Wochen, also im Dezember mal drüber, so mit Blick auf das kommende Jahr. Das war es von meiner Seite, noch ein kurzer Hinweis, Black Week nicht vergessen. Also wenn Sie dann, da sehen Sie, was Sie da bekommen könnten. Wenn Sie sagen, Goldfolio, halbes Jahr, super, Aktionär, nochmal 3 Monate gratis, noch besser, dann schlagen Sie zu. So, genügend Werbung von meiner Seite. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis dahin, machen Sie es gut.